Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Videos zu Land of the Dead Road to Fiddler's Green, die Demo. Beim letzten Video hat mich hier die Aufnahme abgespackt. Ich habe nicht mehr genug Speicherplatz frei. Ich habe jetzt noch kurz weitergezockt, bloß der gleich wieder gespackt hier. Ich sage euch kurz, was passiert ist. Hier war eine Axt drin, die habe ich mir geholt. Und da oben war eine Sniper. Jetzt haben wir eine Sniper. Und jetzt bedienen wir dieses lustige Mischpult. Mach mal kurz hier die Settings, Musik lauter, damit ihr auch was hören. Letztes Mal war es ein bisschen zu laut, jetzt habe ich es leise gemacht, aber ich glaube, das ist fast zu leise jetzt. Okay. Okay. Das war, glaube ich, die letzte Vorstellung. Nicht gut. Und das. Das ist so unlogisch, ich kann den Headshots geben, schaut mal, okay, der ist jetzt tot, weil ich schon drauf geschossen habe, aber man braucht immer zwei Schüsse. Warum? Es ist ein Sniper-Gewehr und es gibt den Pennern Headshots. Das ist mir unlogisch. Guck, lebt noch, habe ich Headshot gemacht. Ist doch scheiße. Ja. Hey, da liegt eine Waffe, eine Schaufel, die 3 Milliardste Schaufel, die ich hier eingesammelt habe. Ich glaube, ich habe schon 10 Milliarden Schaufeln gefunden. Die kriegst du ständig. Die fressen immer weiter und der Typ verändert sich gar nicht. Ja, Logik. Okay, vernichtet, dann weiter geht's. Ist nix mehr. Hoi. Da war wohl gerade einer beim Script lesen. Und telefonieren, wir rufen euch an. Besetzt. Die Zombies sollen nicht so viel telefonieren, ist nicht gesund. Auf Dauer, das schädigt die Hirne, weil die NSA, die hat da nämlich... die hat dann nämlich Abhörgeräte drin und Radium und Laserstrahlen, die euch das Hirn verbrennen. Das ist sehr gefährlich. Oha. Ich glaube den Scheiß übrigens nicht wirklich. Mann, Revolver ist echt die beschissenste Waffe überhaupt. Aber ich mache immer... Oder war dein Akku? Na, scheiß drauf. Ich habe mir extra noch Molotov-Cocktail, habe auch eine MI6. Bam! Die! Die hätten nochmal wieder duschen können. Das sieht ja stinkig aus. Oh, ich muss Ihnen was Witziges zeigen, wenn man nämlich in einem Zombie die Arme und Beine abschießt, dann hüpft er so rum wie ein Wurm. Das sieht so geil aus. Ja, Mann, die Cola! Geil! Jetzt könnt ihr was trinken haben. Ja, brauche ich echt. Ich hab's klappt. Aber nicht einfach dem das weiß abzuschießen. Oh oh. Ah, sehr gut, der hat jetzt nur noch einen Arm und. Oh oh. Ist toll. Wie ist? Ah! Fuck. Scheiße. Wie ist? Los und das. Das sieht irgendwie voll geil aus. Oh mein Gott. Wie sollen wir ihn vernichten? Mit der Glock, das ist doch gut. Glock ist gut. Ah, warum ist jetzt verreckt? Ich habe da gar nicht geschossen, Arschloch. Scheiße. Und ein paar Drogen. Mann, ich habe echt einen Hitzkopf. Sowas von rot. Gibt's ja gar nicht. Ha. Die Witze werden echt schlecht. Wieder rein, wieder. Oh, au, au. Take that. Muhahaha. Ja, die Tür kann man nicht mehr öffnen, das stimmt natürlich. Hui. Ja, man, noch was gecheckt hier. Was ich immer so lustig finde, in so Zombie-Spielen liegen überall Medipacks, aber ich meine, ein Opfer rennt doch nicht ständig mit Medipacks rum und so liegen die ja auch nicht rum, das ist doch irgendwie voll unlogisch. Es ist dunkel. Downtown. Keine Zombies? Ah, da. Mami, was willst du? Mami, nein. Mami, das ist nicht gut. Mami, geh mit dem Ding weg. Geh weg. Abgesehen davon. Ich habe mich erinnert. Du hast mir zu Weihnachten keine PlayStation gekauft. Keine PlayStation. Nimm das. Ich will ne PlayStation. Hör auf, mich zu schlagen.
PlayStation. Xbox ist scheiße, ich will eine PlayStation. Ja, das hast du verdient. Arschloch. Ich wollte eine PlayStation, kein Barbie-Schloss. Das war dein Fehler. Und tschüss. Oh Mann, ich liebe eine Shotgun, da fetzt die Zombies nicht so weg. Oha. Wow, 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 wow. Und tot. Ich hab's kaputt gemacht. Oh, da. Der ist auch nicht mehr ganz so gesund, klar. Shake, shake, baby, shake. Okay. Der ist gerade explodiert. Fail. Warum ist der Zombie explodiert? Ich habe gar nichts gemacht. Bin ich schuld. Take that. Bastard. Okay. Ah, da. Oma, Oma. Warum hast du mir kein Geld für die PlayStation gegeben? Ich wollte eine PlayStation. Warum? Warum? Tja, so sieht's aus, wenn ich keine PlayStation krieg. Jo, das scheint es gewesen zu sein, die Demo ist vorbei. Leider habe ich gemerkt, dass das Spiel nicht für mich geeignet ist, da, also ab 18. Darum werde ich nicht weiterspielen, obwohl das Spiel einfach so geil ist. Es tut mir leid, Leute. Warten, wir sprechen uns in 5 Jahren nochmal, dann geht's weiter. Also, viel Spaß beim Warten. Und ich würde mal sagen, tschüss und ladet euch noch, PS, ladet euch die Demo runter. Und es werden noch weitere Spiele folgen von anderen Videos, von anderen Demos. Und vielleicht mache ich auch einen Nachrichtenkanal. Also, tschüss!